Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wenn Sie glauben, dass es eine Zeit in Ihrem Leben geben wird, in der Sie keine Angst mehr haben, irren Sie sich leider. Solange Sie in einem menschlichen Körper leben, werden Sie immer wieder Angst haben, denn das ist die Lieblingswaffe des Teufels, die er gegen uns Christen einsetzt, um uns von unserer göttlichen Bestimmung abzulenken. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Ich habe heute eine Freundin gefragt, was glaubst du, wie schlimm es in Sodom und Gomorra zuging? Ich bin mir sicher, dass es dort ziemlich schlimm war. Und ich frage mich, ob wir uns nicht mittlerweile auf demselben Niveau befinden. In der Bibel heißt es, wenn Jesus wiederkommt, wird es in der Welt zugehen wie in den Tagen von Sodom und Gomorra. Deshalb sollten wir klug sein und so leben, als würde Jesus jeden Moment wiederkommen. Amen. Die Bibel lehrt uns in Lukas 21, Vers 26, dass die Menschen in der Endzeit den Mut verlieren werden. Aber ich möchte in Kapitel 21, Vers 9 beginnen. Und wir lesen die Verse 9 bis 13. Lukas Kapitel 21, die Verse 9 bis 13. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, geratet nicht in Panik. Mit anderen Worten, fürchtet euch nicht. All diese Dinge müssen kommen. Doch das ist noch nicht das Ende. Und er fügte hinzu, Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären. Es wird Erdbeben geben, in vielen Ländern werden Hungersnöte und Seuchen auftreten. Kommt euch das bekannt vor? Oh. Das wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Und am Himmel werden schreckliche Dinge und gewaltige Zeichen erscheinen, Vers 12. Doch noch bevor all das geschieht, wird eine Zeit schlimmer Verfolgungen kommen. Um meines Namens willen wird man euch in Synagogen und Gefängnisse schleppen und vor Königen und Regierungen anklagen. Wisst ihr, wir bekommen das oft gar nicht mit, aber es gibt tatsächlich viele Länder in der Welt, wo genau das geschieht. Ich meine, Menschen werden verfolgt und getötet, weil sie sich zu Jesus bekennen. Ich mag Vers 13, um diesen Vers geht es mir. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Nun kommt, wir leben in der besten Zeit überhaupt. Jesus sagt, es wird hart werden, bevor ich wiederkomme. Das muss so sein. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber ich glaube, ein Grund dafür ist, dass viele Leute nicht schlau genug sind, sich Gott in guten Zeiten zuzuwenden. Vielleicht erleben wir deshalb so schwere Zeiten, damit die Menschen, die bislang von Gott nichts wissen wollten, dazu motiviert werden, nach jemandem Ausschau zu halten, der ihnen sagt, Gott ist real. Wir sind dieser jemand. Habt ihr mich gehört? Wir sind dieser jemand. Die Bibel stellt folgende Frage. Wird Jesus, wenn er wiederkommt, einen beharrlichen Glauben vorfinden? Wenn er wiederkommt, will er vier Dinge vorfinden. Eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, Menschen, die inmitten allen Aufruhrs inneren Frieden haben, Menschen, die sich nicht fürchten und Menschen, die ein heiliges Leben führen. Gott hat uns ein Ziel gesteckt und wir haben den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, die Mission, die Gott uns gegeben hat, zu erfüllen. Lasst mich euch etwas sagen. Es gibt viele unglückliche Christen. Ich bin sicher, auch hier sind welche und wahrscheinlich sitzen noch mehr zu Hause vor dem Fernsehapparat. Auch ich war lange Zeit unglücklich, obwohl ich an Jesus glaubte. Eigentlich ist das ein Widerspruch in sich. Ich meine, wie können wir unglücklich sein, wenn wir wissen, dass wir nicht in die Hölle kommen? Ich meine, das müsste doch reichen, uns ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Vielleicht, hoffentlich, oder?
Ich glaube, dass viele Menschen unglücklich sind, obwohl sie Jesus nachfolgen, weil sie das falsche Lebensziel haben. Sie leben nur für sich selbst, um zu bekommen, was sie wollen und sich immer gut zu fühlen, statt zu Gott zu sagen, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Als Jesaja zu Gott sagte, hier bin ich, sende mich, hatte er keine Ahnung, wohin und wozu Gott ihn aussenden würde. Er fragte nicht nach dem Lohntarif. Er erkundigte sich nicht nach seinem Urlaubsanspruch. Er fragte nicht danach, wie die Altersvorsorge aussehen würde. Er sagte, hier bin ich, sende mich. Er unterschrieb einen Blankovertrag. Nun kommt, warum hört ihr nicht auf, euer Leben nach euren eigenen Vorstellungen zu leben und euch nur an Gott zu wenden, wenn ihr etwas braucht? Wie wäre es heute stattdessen zu sagen, hier bin ich, sende mich? Wie wäre es mit ein bisschen, hier bin ich, sende mich? Eure Freude wird schnell zurückkehren. 1. Thessalonicher 4, die Verse 16 bis 18, das wird euch aufheitern. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Hey. Macht Gebrauch von eurer heiligen Vorstellungskraft und denkt ein bisschen darüber nach, wie das sein wird. An diesem Tag werden all die Menschen, die schon immer versucht haben, Gott loszuwerden, schockiert sein. Die Gräber öffnen sich und die Menschen steigen daraus hervor. Oh. Und mit ihnen zusammen werden auch wir Übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft. In die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Wie wunderbar. Wow. Dreht euch doch mal zu der Person neben euch um und sagt, du bist auf der Durchreise. Okay, Vers 18. Hier kommt das, was an der Sache so wichtig ist. Hört euch das an. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Ist euch aufgefallen, wie begeistert ihr wart, als ich diese Verse vorgelesen habe? Ich meine, ich könnte sie überall vorlesen. Ich könnte sie in Afrika, Indien oder jedem anderen Land vorlesen. Und die Christen würden überall gleich darauf reagieren. Gott hat die Ewigkeit ganz tief in unsere Herzen gelegt. Das steht in der Bibel. Wir wissen, dass es mehr gibt als dieses Leben. Wir wissen, dass wir für etwas Besseres erschaffen wurden als das hier. Und wir versuchen, das Leben hier auf Erden zu bewältigen. Und ich möchte euch dabei helfen. Ihr solltet auch einander helfen, es zu bewältigen. Wir müssen einander in allem, was geschieht, ermutigen. Lasst mich euch etwas sagen. Wir sollten nicht nur in Grüppchen herumsitzen und über die Gesellschaft meckern. Ich meine, die Nachrichten sind wirklich schrecklich. Man muss schon ein gestandener Christ sein, um nur die Überschriften verdauen zu können. Aber wie wäre es, wenn wir, statt uns dem Gemecker anderer über die Gesellschaft anzuschließen, einfach sagen, der Herr kommt wieder. Jesus kommt wieder, ganz bestimmt. Ganz gleich, wie es aussieht, Gott ist real und er hat alles im Griff. Furcht ist eine Sackgasse, aber der Glaube hat immer eine Zukunft. Dieser Satz stammt von mir. Ihr findet ihn im Internet unter Joyce Meyer hat gesagt.
Es ist lustig, wenn ich nach Zitaten suche und meine eigenen finde. Okay, wisst ihr was? Das Ende der Welt ist für uns ein neuer Anfang. Das sollte uns nicht beunruhigen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum in der Bibel nicht mehr zu diesem Thema steht. Wisst ihr, zu welchem Schluss ich gekommen bin, warum die Bibel nicht mehr darüber sagt? Es werden zwar einige Dinge erwähnt, aber wir hätten gerne viel mehr Details, oder? So etwas wie, werde ich einen Job haben? Wo werde ich leben? Oh, bitte Gott, werde ich dort endlich mal Verantwortung tragen dürfen? Wisst ihr, warum Gott nach meinem Erachten nicht viel darüber sagt? Ich glaube, es wird so wunderbar sein, dass es, um das zu beschreiben, keine Worte gibt, die wir verstehen könnten. Das ist meine Meinung. Wir werden jetzt über einige der Dinge sprechen, die uns Angst einjagen. Markus Kapitel 4, Vers 35, da steht: Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Wenn Jesus sagt, dass wir an einen bestimmten Ort gehen, gehen wir auch dorthin, okay? In Kapitel 5, Vers 1 heißt es, so gelangten sie an die andere Seite des Sees. Ist das nicht wunderbar? In Vers 35 sagte Jesus, wir wollen auf die andere Seite fahren. In Kapitel 5, Vers 1 heißt es, so gelangten sie an die andere Seite. Es wäre schön, wenn das alles wäre, aber da sind noch die Verse 36, 37, 38 und 39. Und auch Vers 40. Es sind auf jeden Fall ein paar Verse. Also, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Zu wem von euch hat Gott schon auf die eine oder andere Weise gesagt, lass uns auf die andere Seite fahren? Wisst ihr, wovon ich rede? Ihr sagt so etwas wie, okay, lass uns das Problem anpacken, lass uns das meistern, lass uns das Haus putzen, lass uns den Abwasch machen, lass uns die Wäsche machen, lass uns die Rechnungen bezahlen. Jeder hat andere Berge in seinem Leben. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Es waren also mehrere Boote. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Das Erste, was uns wahrscheinlich passiert, wenn wir auf die andere Seite gelangen wollen, ist, dass wir in einen Sturm geraten. Was hat es mit dem Sturm auf sich? Nun, das ist der Teufel, der versucht, uns Angst einzujagen. Nun kommt, wir sprechen über Ängste. Es ist der Teufel, der uns dazu bringen will, ans Ufer zurückzufahren und einen sicheren Platz zu finden, wo wir das Boot festmachen können. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot. Er schlief. Jesus schläft, während wir uns in einem Sturm befinden. Wow. Gott, wo bist du? Ich höre nichts von dir. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Du hilfst mir nicht. Schläfst du? Are you sleeping? Die Bibel sagt, dass Gott nie schläft. Jesus schlief, weil er einen menschlichen Körper hatte. Wir alle müssen schlafen, aber jetzt, wo er auferstanden ist, braucht er keinen Schlaf mehr. Im Himmel werden wir nicht mehr schlafen. Im Himmel wird das Essen auch keine Kalorien haben. Das steht in Joyce Kapitel 1, Vers 2. Das begeistert euch, was? Vers 38. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen.
Das sind viele Details. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Interessiert dich das nicht, Gott? Liebst du mich überhaupt? Bedeute ich dir etwas? Wenn du mich liebst, warum schläfst du dann? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Ich bin mir sicher, sie sagten: Oh, danke, Gott. Aber das Erste, was sie zu hören bekamen, war ein Tadel. Warum seid ihr so ängstlich? Ja, oh. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Seht ihr, er hätte es vorgezogen, wenn auch sie sich im Sturm schlafen gelegt hätten. Er hätte es vorgezogen, wenn sie beispielsweise gesagt hätten: Jesus, du tust, als würdest du schlafen, aber wir wissen, dass du weißt, was vor sich geht. Du hast alles im Griff, alles wird gut werden. Wenn ihr in einer schwierigen Situation steckt, solltet ihr in der Lage sein zu sagen: Das wird nicht andauern. Nun komm, das wird nicht andauern. Ich hatte 3 Wochen lang ein Problem mit meinem Magen. Dave hatte es nur einen Tag. Für Dave und mich galt jeweils ein anderer Plan. Wie auch immer, 3 Wochen lang. Ich fühlte mich körperlich nicht allzu schlecht, aber mein Magen war völlig durcheinander. Ich hatte einen unschönen Geschmack im Mund und nichts schmeckte mir. Aber ich sagte ständig: Das wird nicht andauern. Wenn mich jemand fragte, wie geht es dir, sagte ich: Das Problem ist immer noch da, aber es wird nicht andauern. Und wisst ihr warum? Weil ich gelernt habe, dass nichts von Dauer ist. Na kommt schon, welche Probleme hattet ihr vor einem Jahr? Welche Probleme hattet ihr vor 5 Jahren? Wenn ihr letztes Jahr hier auf meiner Veranstaltung wart, hattet ihr vielleicht Angst vor einer Situation, die mittlerweile hinter euch liegt? Wisst ihr, der Punkt ist, die Angst, dass etwas passieren könnte, ist normalerweise schlimmer als das Ereignis an sich. Denn wenn tatsächlich etwas passiert, empfangen wir Gottes Gnade, die uns hilft, damit umzugehen. Aber solange wir nur befürchten, dass etwas passieren könnte, gibt es noch keine Gnade. Dann erleben wir nichts als Qual. Geht es euch gut? Lernt ihr etwas? Gut. Ich formuliere es so: Auf jeder neuen Ebene greift der Teufel uns neu an. Paulus sagte: Denn hier bieten sich mir große Möglichkeiten. Es gibt allerdings auch viel Widerstand. Das steht in 1. Korinther 16, Vers 9 und in Jesaja 41, Vers 10 heißt es: Fürchte dich nicht. Warum? Denn ich bin bei dir. Nun kommt, sagt alle: Gott ist bei mir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um. Es kann euch in große Schwierigkeiten bringen, wenn ihr zu sehr auf eure Umstände achtet, wenn ihr zu viel darüber redet, wenn ihr auf den Feind seht, wenn ihr auf das Rote Meer seht. Wisst ihr, vor vielen Jahren, als ich meine Arbeitsstelle aufgab, um mich auf den geistlichen Dienst vorzubereiten, der damals nur als Idee in meinem Kopf existierte, tat ich mit diesem Schritt etwas wirklich Radikales. Und wenn das nicht Gottes Plan gewesen wäre, wäre es eine ziemlich dumme Idee gewesen. Wir hatten nie genug Geld und brauchten ständig ein Wunder von Gott. Uns fehlten jeden Monat $40, aber Gott half uns jedes Mal. Trotzdem hatte ich immer panische Angst vor dem, was passieren könnte, bla bla bla. Und ich wollte, dass Dave sich mit mir zusammen Sorgen machte, aber er tat es einfach nicht. Wer von euch weiß, wie es ist, wenn man selbst besorgt und aufgebracht ist und ein anderer die Ruhe in Person ist, lacht und eine gute Zeit hat? Man kann es kaum aushalten und denkt: Ich muss hier alles allein machen. Immer wieder sagte ich zu Dave: Warum unternimmst du nichts? Und er sagte: Was soll ich denn tun?
Ich weiß noch, wie ich die Kontoauszüge und die ganzen Rechnungen hervorholte und die Zahlen ein weiteres Mal addierte, um zu sehen, ob ich vielleicht einen Fehler gemacht hatte oder irgendwo noch Geld finden konnte. Ich regte mich dabei fürchterlich auf. Warum? Weil ich mir die Umstände immer wieder vor Augen hielt. Weiß hier jemand, wovon ich rede? Dave sagte, wir geben unseren Zehnten und spenden darüber hinaus. Du hast deine Arbeitsstelle gekündigt, weil Gott dich dazu aufgefordert hat. Er sorgt jeden Monat für uns. Warum kommst du nicht einfach herüber und setzt dich mit mir und den Kindern vor den Fernsehapparat? Oh nein, 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 nein. Irgendjemand muss doch die Verantwortung übernehmen. Ihr versteht, was ich meine. Irgendjemand muss doch die Verantwortung übernehmen. Nun, ich konnte das Problem nicht lösen. Ja, ihr habt das Gefühl, als würde ich bei euch wohnen, oder? Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe. Und nun Vers 15. Ich liebe, liebe, liebe diesen Vers. Ich habe dich zu einem neuen Dreschwagen mit scharfen Messern gemacht. Du wirst sowohl Hügel dreschen und zermalmen, als auch Berge in Spreu verwandeln. Mit anderen Worten sagt Gott hier, auch inmitten des Sturms habe ich einen Plan. Und ihr werdet auf der anderen Seite ankommen. Wenn ihr euren Glauben einsetzt, während ihr dort draußen seid, werde ich euch zu einem neuen Dreschwagen mit scharfen Messern machen. Nun kommt, ich will euch noch etwas sagen. Ihr werdet es nicht mögen, aber was ihr jetzt gerade durchmacht, wird sich für euch zum Guten wenden. Es wird sich für euch zum Guten wenden. Wenn ihr Gott nicht den Rücken kehrt, werdet ihr geistlich wachsen. Das ist sehr schmerzhaft, aber es wird sich lohnen. Nun kommt schon. Ich habe eine Beobachtung gemacht, die ihr vielleicht bestätigen könnt. Wer von euch hat Gott in seinen Schwierigkeiten viel besser kennengelernt als in den guten Zeiten? So, das wäre gesagt. Ich schätze, jetzt könnte ich Habakuk 3 vorlesen, aber... Nun gut, warum nicht? Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blätter tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen. Lasst uns das mal so formulieren. Obwohl ich meinen Job verloren habe, obwohl sich mein Sohn in der Schule geprügelt hat, obwohl meine Kreditkarte diesen Monat zweimal gehackt wurde und der Arzt eine Darmspiegelung bei mir machen will. Oh nee, man muss so viel Zeug trinken, bevor die Untersuchung gemacht wird. Igitt. Ich will trotzdem jubeln. Ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Hier ist der Punkt. Ich glaube, ich muss euch das sagen. Je weniger wir jammern, umso mehr werden wir geistlich wachsen. Im Ernst. Dafür hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Denn seht ihr, wir mögen es anderen etwas vorzujammern, weil sie dann Mitleid mit uns haben. Auf diese Weise fühlen wir uns gestreichelt. Ja, ich bin so bedauernswert. Aber tatsächlich schmälern wir damit das, was Gott gebrauchen will, um uns in unserem Inneren zu verändern. Ich sollte einfach meinen Mund halten, wenn ich etwas Schweres durchmache. Irgendwann hatte ich mal ein Virus und erzählte Dave, wie elend ich mich fühlte. Er sagte, ja, das hatte ich letzte Woche auch 3 Tage lang. Warum hast du denn nichts gesagt? Er sagte,
Du hättest mir doch nicht helfen können. Ich glaube nicht, dass das in einer Beziehung unbedingt der beste Weg ist, aber es ist ein gutes Beispiel. Nun kommt, es ist ein gutes Beispiel. Ihr solltet euch Folgendes merken. Eigentlich stand das nicht in meinen Notizen, aber ich glaube, es kommt von Gott. Je weniger wir jammern, umso mehr wachsen wir. Ich bin überzeugt, Furcht ist eine Sackgasse, aber der Glaube hat immer eine Zukunft. Wir können uns freuen, ganz gleich, was passiert, weil wir wissen, dass Gott mit jeder Situation, in die wir geraten, umgehen kann. Viele Zuschauer erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten. Möchten Sie mit uns dafür beten? Dann melden Sie sich bei uns. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen, und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind. Denken Sie, dass Ihre Gedanken bedeutungslos sind? Oder beeinflussen Sie Ihr Leben vielleicht doch mehr, als Ihnen bewusst ist? Ich bin mir sicher, dass das, was wir denken, wichtig ist. In ihrem Buch Das Schlachtfeld der Gedanken erklärt Joyce, warum buchstäblich alles in unserem Leben mit unserem Denken zusammenhängt. Wenn Sie sich wünschen, dass sich in Ihrem Leben etwas verändert, beginnt auch das mit einem Gedanken. Dieser Bestseller hat weltweit eine Auflage von über 6 Millionen und bereits das Leben von vielen Menschen verändert. Bestellen Sie jetzt Das Schlachtfeld der Gedanken unter 040 88 88 41111 oder unter joyce-meyer.de/schlachtfeld.